Hallo, 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 hallo. Ton haben wir. Herzlich willkommen zu der neuen Folge AKF, Leute. Kurz nach dem Urlaub, direkt rauf auf dem Acker. Ich habe das kaum die letzten Tage ausgehalten im Urlaub, muss ich echt sagen. Muss ich echt sagen. Ist hier schön hier. Wir sind gestern angekommen, Koffer in die Ecke gestellt, ran, los. Lisa, ich muss Acker gucken fahren und war dann auch, weiß nicht, 3 Stunden. Ganz nett, im Family-Chat hat Lisa geschrieben, wann kommst du denn eigentlich zurück? Und ich habe das alles so ein bisschen auf Instagram dokumentiert. Und hat meine Schwester dann geantwortet. Guck Instagram. Er begrüßt jede Pflanze einzeln. So, Sonderkulturen, Färberdistel. Das Ganze hier ist ohne Pflanzenschutz bis jetzt. Ja, man muss noch ein bisschen dazu lernen. Wir haben, was hier, naja, ein paar Melden haben wir. Also jetzt pflanzenschutztechnisch wird da auch nichts mehr gehen. Ich denke, wenn ich das nächstes Jahr wieder anbaue, werde ich mal wohl beim Pflanzenschutzamt Mittel anfragen bzw. Einen Antrag stellen. Weil soweit ich weiß, gibt es keins soweit. Also ein, zwei haben einen Nachauflauf, aber nur gegen Gräser. Ja, hinterher ist man immer ein bisschen schlauer, dann weiß man auch, was man machen muss. Wir haben hier dunkle und helle Zonen, wie wir ja auch feststellen. Weil wir ja, seht ihr jetzt heller, weil einfach unser Verteilerkopf bei der Schlitze zu langsam lief, was wir leider zu spät erst festgestellt haben, was wir auch im Getreide ein bisschen Probleme haben. Das Einzige, was uns hier Probleme machen wird bei der Ernte, sind die Kamillen. Kamille ist ein ganz furchtbares Kraut, das wickelt sich nachher wahnsinnig doll und von Kamille kann jeder Mähdrescher Fahrer ein Lied singen, Leute. Alles andere ist halb so wild, aber für die Kamille gehen wir hier einmal mit der Hand durch und ziehen das mal raus. Sind ja auch bloß 2 Hektar. Hat sich gut entwickelt, hat aber natürlich unter der Trockenheit ein bisschen gelitten. Hat sich jetzt nicht so wirklich üppig dicht gemacht. Viel in den Büchern steht, dass sie sich relativ gut entwickelt und relativ schnell das Unkraut unterdrückt. Da denke ich mal, hat die Trockenheit auch schon so einiges getan. Hier unten ist noch ein bisschen trockener Boden. Wir haben Regen gekriegt. Wir haben nichts gekriegt von dem ganzen Unwetter, was so angekündigt war. Da haben wir gar nichts gekriegt. Ich glaube, einmal 1 mm und einmal 0,3 oder so. Ich habe fast jeden Tag meine Eltern geschrieben, wenn irgendwas auf dem Radar zu sehen war. Wie sieht's aus? Regen? Ja, nein, geh raus. Guck doch mal zu meiner Schwester. Also wir haben Regen gekriegt. Jetzt im Nachgang immer mal wieder ein bisschen. Also wir haben Feuchtigkeit im Boden, wie ihr seht. Das ist ja die herkömmliche Variante. Wir haben da hinten, das gucken wir uns gleich nochmal an. Habt ihr in den Vlogs gesehen, ich habe nochmal ein bisschen was mit der EDX gelegt. Ich habe ja gestern alles schon geguckt, das sieht auch gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Also ich muss sagen, sieht ja bis jetzt auch gut aus. Und ist ja auch schön sauber. Jetzt, wir haben ja hier ein paar Wicken, Zwischenfrucht vom vorletzten Jahr, die jetzt hier mit hochgekommen sind. Aber ansonsten sieht man ja im Prinzip nichts. Und das sieht eigentlich schon erfreulich aus. Das Verrückte ist, wir haben ja nach dem Drillen eigentlich auch gesehen, dass der Boden blank war. Trotzdem haben wir hier ein paar Altunkräuter mit bei gehabt, ne? Gucken, wie sich das verwächst. Dann haben wir hier, leider Gottes, ist vom Drachenkopf nicht viel hochgekommen. Ich vermute, es war ja kein richtiges Saatgut, ich habe nichts bekommen. Hab dann einfach nur mir die Saat schicken lassen. Gut, steckt man nicht drin, kann zu heiß getrocknet geworden gewesen sein, dass es nicht mehr so keimfähig ist oder. Das Ganze sieht jetzt hier so aus, so sieht der Drachenkopf aus. Ich habe jetzt aber nochmal Saatgut gekriegt, das soll Freitag kommen. Wir haben heute den 25. Mai. Das Zeug braucht 3 Monate, um reif zu werden. Ja gut, ich wollte den Versuch jetzt aber nicht aufgeben, von daher denke ich mal, sehe ich das jetzt hier in Direktsaat rein. Und wird das vorher einmal, ich weiß noch nicht, ob ich das vorher jetzt einmal total herbizidiere oder einfach jetzt grubber und dann reinmache. Ich habe beantragt, ich darf dafür einen Vorauflaufherbizid nehmen. Das kriege ich schon mal sauber. Habe ich genehmigt gekriegt, kam, ich glaube, gestern oder vorgestern in der Post. Also Drachenkopf würde ich vielleicht sauber kriegen. Bandur heißt das ganze Produkt. Schöner Käfer. So, das ist erstmal das. Dann haben wir
Also das ist ein bisschen schade. Das ist der einzige Versuch jetzt, der hier nichts geworden ist. Ne? Schade eigentlich. Dann haben wir hier den Schwarzkümmel. Auch der so ein bisschen zaghaft. Und auch gerade hier, wo wir mit dem Trecker nachgewalzt sind, ist es nicht wirklich gut geworden. Vielleicht werde ich das nächstes Jahr komplett unterlassen mit dem Nachwalzen. Ich habe halt gedacht, weil es so Kulturen sind, die man noch relativ tief dreschen muss, walz mal lieber nach. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel damit gemacht. Weil bei mir ist ja so schnell die Struktur kaputt. Das ist ja das Problem, wisst ihr? Das ist ja das Problem, welches wir haben. Und was ihr auch seht, es sind nur Altunkräuter, wenig neue Unkräuter überhaupt hochgekommen durch die ganze Trockenheit. Und dann hier ganz spannend, der Leindotter. Und der sieht auch relativ vielversprechend aus. Der sieht auch so aus, dass er jetzt bald dicht macht. Das ist auch so, das ist doch typisch, wenn die Pflanzen hier halt unter Trockenheit leiden, wachsen sie halt relativ spitz nach oben. Der blüht auch schon, verrückterweise Anfang April, ne? Wie schnell manche Kulturen noch zum Blühen kommen. Ist doch schön, aber auch ziemlich sauber. Ich habe wenige alte Kamillen gesehen. Ich glaube, da steht eine zum Beispiel. Da gehen wir auch nochmal mit der Hand durch und ziehen die gleich raus. Ja, Melde ist auch so ein bisschen so ein Problem. Im Nachgang, was, wie gesagt, ist man immer wieder schlauer. Weiß ich auch. Man kann so ein bisschen die Herbizide nehmen, die auch im Raps funktionieren. Muss ich mir im Winter alles in Ruhe angucken, prüfen, was man vielleicht beantragen kann, was vielleicht zugelassen ist. Und vielleicht nächstes Jahr das Ganze in Direktsaat. Das bringt einfach den Vorteil, dass da weniger Kräuter hochkommen. Gerade halt in den Bereichen oder beziehungsweise in diesen Kulturen, wo man so wenig Herbizidmöglichkeiten hat. Das ist einfach so. So, ja, Schwarzkümmel könnte ein bisschen besser sein, der Feldaufgang. Was man auf jeden Fall sieht, jetzt kommt hier noch ein bisschen was nach Regen. Der scheint nicht dazu zu gehören. Hier, ne? Sieht ein bisschen aus wie eine kleine Moorrübe. Ja, da bin ich gespannt, inwieweit sich das noch verwächst oder verunkrautet. Ja, vielleicht haben wir hier eine teure Zwischenfrucht. Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, die Alt- und Kräuter sind so ein bisschen ein Problem. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon beim Stripsill erlebt. Alter, was die Käfer sind, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. So, dann gehen wir nochmal rüber. Würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir Hanf. Ich habe überlegt, ich wollte das hier so ein bisschen einzeln machen, dass, wenn man zum Beispiel wie ich, ne? Ich will mich nach den Sonderkulturen erkundigen und man findet einfach so unfassbar wenig dazu. Man findet fast nichts im Internet, ne? Was geil ist, ich glaube, die Bayerische Landesanstalt oder so? TLL? TLR? Das wäre Thüringer Landesanstalt. Es gibt zwei Seiten. Und da gibt es richtig gutes Material, richtig so PDF zum Durchlesen für die Botanik und so. Das war ganz geil, das hat mir geholfen. Das meiste, muss man sagen, ist Learning by Doing. Man muss jetzt erstmal gucken, wie entwickeln sich die Pflanzen, wie... Man muss sie halt erstmal kennenlernen, ne? Wie ist die Vegetation, wie funktionieren die auf Bodenbearbeitung, wie auf Feldaufgänge generell, wie auf gar keine Bodenbearbeitung. Wie reagieren sie auf Trockenheit? Färberdistel soll extrem tief wurzeln und auf extrem trockenen Standort auch noch was Gutes zustande kriegen. Na, wenn wir da nicht helfen können, dann weiß ich auch nicht. Ja, das war's. Ganz kurze AKF. Einfach mal kurz zu zeigen, wie das hier funktioniert hat. Also ich glaube, dann mit dem Walzen lasse ich nächstes Jahr. Ich glaube, das lasse ich nächstes Jahr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da vorne. Können wir schon mal raufgucken. Da gibt es dann den Hanf. Den Hanf gibt es da. Wenn wir hier noch ein paar AKFs drehen, Leute, dann ist hier auch fast keine Kamille mehr zwischen. Und der Hanf, der hat sich so krass entwickelt. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wann ich den gedrillt habe. Ich glaube, das war doch kurz vor Maisling, ne? Ich glaube, vor einem Monat. Und das ist krass, oder? Da kommt kein Licht mehr auf den Boden. Das weiß man auch, warum man sagt, das ist eine krass unterdrückende Kultur. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir sehen uns. Bis gleich. Bis später. Bis nachher.